Hallo Leute, Eximit hier wieder mit einer neuen Folge Santa Prime. Yeah, wir sind wieder zurück. Und wie versprochen, ich habe hier eine Spur. Wo war sie denn da? Irgendwo war eine Spur, genau. Letzte Folge war ja eine T-Rex-Spur, die ich hier unterwegs entdeckt habe. Und es ist ein weiblicher T-Rex. 6280 bis 8000. Ne, 6000. 8000 sag ich schon. 6570. Und habe ja gesagt, ich würde den ganz gerne ein bisschen verfolgen wollen und jagen eventuell. Das heißt, wir nehmen die Spur auf, egal wo der hinläuft. Schau mal, ob der hier irgendwo in der Reichweite ist, in der Nähe. Wäre schon mal nicht schlecht. Ja, in der letzten Folge hat mich ja leider so ein doofer T-Rex eingeatmet. Wieder sehr, sehr eigenartig. Okay, den lassen wir mal, den Triceratops, der rennt sowieso weg. Ah ja, guck mal da hinten. Das wird ja sein. Wenn das Fernglas nicht wieder so scheiße flackern würde. Ja, 6210, 6360. So ein Dropper-Signal habe ich hier noch gesetzt aus der letzten Folge. Und dann würde ich mal sagen, knallen wir das Vieh mal ab. Hat ja gar nicht lange gedauert, ihn zu finden hier. Hätte eigentlich gedacht, dass hier ein bisschen weiter noch weg ist. So, wir gehen mal noch ein bisschen nach oben. So, hinlegen. Mal gucken, ob er mal irgendwann stehen bleibt nochmal. Wäre zumindest nicht schlecht. Nee, das ist scheiße. Das ist auch Mist. Könnt jetzt probieren, natürlich auf den Kopf zu schießen, also da, wo die Hirn ist. Aber jetzt rennt er natürlich genau in dem Augenblick wieder weiter. Eigentlich dürfte mich der ja gar nicht sehen, hier in den ganzen Büschen hier. Kräutern, würde ich gerade sagen. Hab ich noch nicht entdeckt. Jetzt rennt der aber hier jetzt so blöde weit weg. Madame, bleiben Sie mal bitte stehen. Das wäre irgendwie nicht schlecht. Hallo. Nicht weglaufen. Der hat das gar nicht gecheckt, wo ich bin hier. Okay, aufstehen. Weglaufen. Ja. Und ausweichen. Nein, 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 nein. Jetzt ist er natürlich wieder weitergelaufen, anstatt zu... Aua, mein Ohr. Anstatt zu stoppen. Ja, zeig mir mal deine Fußnägel. Ich würde sagen, du müsstest mal zum... Dingsbums gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht das schon wieder los hier mit diesem T-Rex-Debakel. Es nervt. Es nervt. Es nervt dermaßen. Es ist einfach. Es ist unglaublich. Weg damit. Weg damit. Es ist unglaublich, also diese verkappten T-Rex, die sind sowas von mega ätzend. Mal funktionieren die wunderbar, ja, dann sind die einfach zu erlegen. Und dann wieder backen sie nur rum, atmen einen einfach ein. Oder so wie der Typ, der, beziehungsweise Madame, die einfach mal Dauercharge-Modus ist und nicht stehen bleibt. Was sie sonst eigentlich immer mal machen, nachdem sie da mit mir um Kreis laufen. Aber der wollte einfach nicht aufhören. Andererseits war es natürlich auch mein Fehler. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiter mit dem mitlaufen sollen.
habe mich da entschieden, direkt umzudrehen wieder, aber eigentlich hätte es auch klappen müssen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. So, Problem, wieder gestorben. Jetzt machen wir die ganze Scheiße nochmal. Ach ja. Das ist einfach unglaublich. Warum? Warum muss mir das immer passieren? Warum ich? Warum nicht Eddie? Eddie stirbt doch eh andauernd. Sorry. Da fällt das eine andere Mal mehr sterben auch nicht auf. Ja? Er kann ruhig noch einen Tod noch mehr vertragen. Das macht die Corona mehr fett. Aber ich, ja? Warum muss ich sterben? Diese Mistkröte. Naja. Nein, Eddie ist ja nicht. Ist ja nicht böse, Mate. Weißt du, wie ich das meine? Hoffe ich doch. So, Droppad-Signal. Ja. Lustig wäre eigentlich auch, wenn ich das Droppad-Signal direkt vor ihm platziere und wieder spawne, falls er mich fressen sollte. Dann ist man ja für ein paar Sekunden unsichtbar. Da könnte ich ihn eigentlich alleine mit einer Machete oder so. So, wir hauen das Ding mal dahin. Blöder. Der weiß auch genau, wo ich bin, ja. Das ist unglaublich. So, jetzt stehe ich hier natürlich in so einem schönen, blöden, coolen überall. Na, mal gucken. Hat mich nicht gesehen? Der hat mich nicht gesehen heute. Hat der Baum mich gerade geschützt? Kleiner, ich hasse diese Viecher. Jetzt läuft er wieder da lang. Dass er mich nicht gesehen hat. Ich meine, ich renne hier ohne... nee, nicht doch anzeigen. Ich renne hier ohne Kleidung rum, ja. Und das Vieh ist einfach so blöd. Und sieht mich nicht. Schießen. So, hast du davon, du blöde, keine Ahnung, was auch immer, T-Rex, blöde Drecksvieh. Erhaltungszustand 50%, na immerhin, ja. Immerhin, dafür, dass ich da ganz schön viel draufgeschossen habe, instant neunmal. Schauen wir mal. Einmal Hals, einmal linke Lunge, achtmal Körpertreffer insgesamt, zweimal Leber, zweimal Eingeweide, zweimal Herz, einmal Magen. Ja. Doofe Ding, du. Naja, gut. Hat sich erledigt mit dem Ding. Mit dem schönen, netten, kleinen T-Rex. Ma, 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 ma. Bäh. So, dann nehmen wir als Screenshot. Sieht cool aus. Sag mal, ah. Zum Zahnarzt müsste der mal. So, Screenshot. Welche Seite? Links, rechts? So, Screenshot. Zack. Dankeschön. Quatsch, wir brauchen unser PDA. Ich muss ja meinen Dix noch finden. Meine Leiche. Ja, ja. Es ist immer ein Erlebnis mit diesen T-Rex in diesem Spiel. Wenn das Spiel konstant wäre, was das ja leider nicht ist,
Wäre es zwar einerseits ein bisschen langweiliger und berechenbarer, allerdings wäre es auch ein bisschen entspannter und man müsste nicht immer hier so einen halben Herzinfarkt kriegen, wenn man hier auf der Jagd nach so einem Dinosaurier ist. So, jetzt haben wir den ganzen Spaß hier wieder. Letzte Folge schon, diesmal wieder. Ausrüstungsinventar wieder alles reinnehmen. Ich liebe das ja. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ausrüstung in Inventar nehmen. Es ist ja nicht so, als wenn das irgendwie nervig wäre. Nein, keinster Weise. So. Das noch. Das. 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 So. Hoffen wir mal. Dass alles klappt. Ja. Er hat geladen. Ich weiß nicht, ob das an der Anzahl irgendwie der Stacks quasi liegt. Irgendwie, wenn man hier zu viel Munition oder so mitnimmt. Dass es dann einfach abstürzt. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben. Ist mir in letzter Zeit zwar nicht passiert, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Weil nichts wäre schlimmer, als wenn das Spiel einfach abstürzt halt, ne? Und alles wieder weg wäre an Ausrüstung. Da fängt man dann wieder von Null an. Ist irgendwie nicht so toll, wieder mit nichts zu starten. So, alles wieder ausgestattet, eingerüstet. Jawohl. Sehen wir hier schnieke aus. Da ist eine Kiste. Kiste. Ich komme. So. Die Kiste. Und dann muss ich mir überlegen, wo ich jetzt hinlaufe dann. Eigentlich bin ich ja nur hier lang gelaufen wegen dem T-Rex. Den habe ich ja gesucht. Und auch gefunden. Und naja. Ich denke mal, wir werden mal... Ja, gucken wir mal, wo sind wir denn überhaupt hier? Wir könnten oben in Sumpfgebiet laufen. Oder dahin. Oder dahin. Zu der Base. Ich gehe, glaube ich, mal zu der Base. Liegt sowieso auf dem Weg. Und was haben wir da? Ja, nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Compound-Pfeile sind immer schön. So langsam sammeln sich die Dinger an. Leider ein bisschen schade, mal die zu benutzen irgendwo, weil man die ja nicht kaufen kann. Das war ich auch so eine Sache, fällt mir gerade ein. Das könnte der Entwickler eigentlich auch mal ändern mittlerweile, weil irgendwie macht es nicht wirklich Sinn, dass die nicht im Shop kaufbar sind. Soll ich mal probieren, den da hinten zu töten, den Triceratops? Der ist ziemlich weit weg. Alter Schwede. Nee, da kann ich nicht mehr gucken. Das geht ja gar nicht. Eieieiei. Da ist ja gerade die... Das sind gerade meine FPS in den Keller gegangen. Also getroffen habe ich ihn schon mal. Aber ist nicht umgefallen. Habe ich wohl nicht richtig getroffen gerade. Ja, aber jetzt getroffen. Jawohl. Auf die Entfernung. Das sind 100, 145, ja, 145 Meter war der. Das heißt, der erste Schuss war bei 186 Meter. Schon eine ganz schöne Distanz hier in dem Spiel. Da wird es dann so ein bisschen so Feinarbeit da mit dem Fahnenkreuz. Pixeln, oh, dann irgendwann zu treffen noch. So. Nicht weiter wild, der Kleine. Nichts Besonderes mehr. Triceratops sind ja hier wie Sand am Meer. Gibt es so viele von denen. Noch eine Triceratops-Spur.
Tja, wenn sie das Spiel in der neuen The Hunter Calling of the Wild Engine machen würden, fände ich eigentlich nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits, wir wissen ja alle, wie verbuggt das Spiel ist. Und dieses hier wäre also nicht unbedingt eine gute Idee, weil sie ja alle wieder von vorne anfangen müssen. Mit den ganzen Bugfixes und alles. Aber würde mich schon reizen, so ein bisschen aktuellere Engine halt. Mit dem Dinosaurier-Spiel hier. Wäre schon irgendwie geil, oder? Hätte ihr wissen Reiz irgendwie. Na. Dann halt so. Der will den Kopf nicht heben. So, zack. Eingescannt und da hinten ist der Uta. Schieße ich natürlich mit Slug hier gerade. Hey. Ist ja nur so. Ich wollte schon sagen. Eigentlich müsste der sterben, weil der Treffer war schön in der Seite. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht überlebt. Und dann ist er dann umgefallen. Chick, chick. Er ist schön großer hier. Wow. Das ist ja echt ein Riesenhoschi. Da bin ich ja direkt mal... Gott, wie groß ist denn der? 561? Okay, doch nicht so groß, aber er sieht echt riesig aus, Mann. Ja, auf jeden. Ich werde mal gucken, ob ich den anheben kann. Dann werden wir mal sehen, wie groß der ist. Ja. Hey, der ist ja echt riesig. Wenn man jetzt noch hinten mit dem Schwanz hier das... Krass. Ja, nicht schlecht, Mann. Nee, das klappt hier irgendwie nicht so, wie ich mir dachte, mit der Kamera. Aber der sieht schon echt riesig aus, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ein schöner Brocken. Sieht man auch nicht so auf dem Spiel. So, da hinten ist wieder eine Kiste. Habe ich die mitgenommen? Nee, das ist eine neue Kiste, ne? Wenn wir schon hier sind, nehmen wir die auch mit. Und ein T-Rex-Haufen. Das heißt, neue Spur. Zwei so, ja. Ja, zwei halt, ne? Schaffe ich auch. Irgendwann. Nehme ich das mit? Ach komm. Dann ist das weg, die Kiste. So, jetzt ist natürlich die Frage, in dem Umkreis, wo sind die? Jetzt müsste ich nur noch eine Spur finden halt. Aber irgendwie ist hier auch nichts zu hören. Schwierig. Aber ich sehe gerade doch da, genau. Okay, der läuft da lang. Gut. Weiblich 6000 bis 6300. Nochmal so ein fettes Ding. So, das heißt, er ist da lang gelaufen. Dann müsste er hier irgendwo, da ist der Kackhaufen. Irgendwo hier müsste er dann noch eine Spur sein. Folgen wir einfach mal ein bisschen. Ein paar Meter der Spur. Gucken, ob hier irgendwo eine Folgenspur kommt. Da. Jawohl.
alles hier in dem Gebiet hier. Aber wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, ich bin ja hier lang gelaufen, gestorben ein bisschen hier, so hier in dem Gebiet. Und direkt schon wieder ein T-Rex hier. Oh, nicht schlecht, ja. So, der läuft da lang. Bin ja aber gespannt, ob die beide zusammen sind. Also nicht mehr, ob die miteinander verheiratet sind, sondern ob die miteinander durch die Gegend laufen. Keine Spur. Noch nicht zu sehen. Ist immer so eine Glückslotterie, selbst wenn man den Pfad, den Laufweg folgt, irgendwie eine weitere Spur wieder zu finden. Weil manchmal drehen die auch einfach ab, halt, nach links oder rechts. Und jetzt hört die Spur irgendwie schon wieder auf. Habe ich den Eindruck. Oder die geht irgendwo anders hier weiter, ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder ein bisschen doof. Vielleicht jetzt hier lang. Quasi da, wo ich vorhin schon lang gelaufen bin. An dem hügeligen Gelände natürlich ein bisschen schwierig zu entdecken jetzt hier, wenn hier oben noch eine Spur ist. Doch, da. Seht ihr? Genau. Siehst du? Bin ich blöd. So. Spur weiter gefunden. Aber ihr seht ja auf der Karte, beziehungsweise auf dem Mini, auf dem, ja, was ist das hier? PDA. Wie auch immer. Die Abstände halt, ne? Also da ist quasi ein riesen Abstand jetzt zwischen den X'en halt zu dem einen, den ich gerade eingescannt habe. Man muss also das Gebiet dann rum, ringsherum um den letzten Punkt dann halt einfach ein bisschen absuchen, so. Dann findet man eigentlich auch wieder irgendwie die Folgespur. Es sei denn, der ist Tatsache weg halt. Kommt auch vor. Okay, so, da haben wir wieder eine Spur. Es läuft ja da Richtung Westen, glaube ich. Ja. Die Abstände sind ja eigentlich immer gleich zwischen den Fußabdrücken. Aber manchmal hat das Ganze halt irgendwie eine Unterbrechung drin. So, da haben wir wieder die Trägspur. Das heißt, irgendwo in der Nähe, da müsste auch mal sein. Zumindest einer von den beiden. Ich denke mal nicht, dass sie eigentlich zusammen sind, da unterwegs. Kommt aber auch schon mal hin und wieder vor. So, ich denke mal, hier in den Kisten wird nicht allzu viel gutes Zeug drin sein, weil es ein Shop hier in Hollow. Ein Siedlercamp ist, also wenn da ein paar Flitzebogenpfeile oder so. Ja. 8 Pfeile, den Bogen brauchen wir nicht, weil den haben wir noch. Und die Explorer Notes, die lesen wir uns nicht durch, weil es langweilig ist. Und noch mal ein paar Pfeile und naja, den Rest lasse ich drinnen, glaube ich, das brauche ich nicht. Minderwert der Krempel. So, müssen wir mal gucken, die Spur halt. Weil irgendwie war die da wieder nicht mehr zu sehen. Aber wenn er die Richtung beibehalten hat, dann müsste eigentlich da hinten irgendwo weit sein. Tja, aber hier ist halt irgendwie da die Spur halt wieder nicht zu sehen. Ist echt ätzend. Doch, da.
Und man sieht sie halt auch erst nur dann, wenn man auch wirklich in der Nähe ist. Das ist halt, wenn man halt dran vorbeiläuft, ja, dann, und sie dann nicht sieht, dann ist das halt einfach so. Da kann man sich dann hier einen absuchen, wie furchtbar halt. Zumal es auch jetzt echt schwer zu sehen ist. Oh, jetzt haben wir schon geschlossenen Kreis. Jetzt doch nicht mehr. Hat er direkt mal eine Biege gemacht. So, geschlossener Kreis. Das heißt, der müsste hier irgendwo doch hier in der Nähe sein schon. Da ist die nächste Spur. 54 bis 60 Minuten, das heißt, wir kommen immer näher. Der dürfte nicht allzu weit weg sein. Da die nächste. Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist natürlich wieder toll. Ja, ich höre ihn schon, ich sehe ihn auch. Ganz schwierig zu sehen da hinten im Nebel. Oh, nee. Nee, kann ich nicht machen. Mit ranzoomen funktioniert nicht. Tut mir leid. Sonst hätte ich gerne mal geguckt. 44 bis 51. So, ich setze mal ein Dropout-Signal. Einfach mal, um sicher zu gehen. Und wie wir gerade sehen, ist da eine Leiche von mir. Das heißt, da ist ein T-Rex, wo ich vorhin schon gestorben bin. Oder war letzte Folge? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Da laufen die irgendwie auf dem gleichen Weg wie die anderen halt lang. Hier in dem Wald irgendwo. Gerade jetzt muss es natürlich wieder gewittern, finde ich überhaupt nicht toll, weil ich nichts höre halt hier großartig. Wenn er natürlich kein Geräusch von sich gibt, dann hört man es nicht, wo der ist nämlich. Ich weiß zwar ungefähr wo, in welche Richtung es ist, aber die Entfernung lässt sich schwer einschätzen. Wenn das die ganze Zeit hier am Rumdonnern und Blitzen ist. So, er müsste hier irgendwo in der Richtung sein. Weil er hat hier einen kleinen Abstecher gemacht in den Wald. Da haben wir nochmal die Spur. Ja. Der Kreis wird immer enger. Jetzt läuft er da lang, aber ich glaube ja trotzdem, dass er geradeaus läuft weiter. Oh meine Güte, das blitzt und donnert hier. Ich höre gar nichts mehr in dem Game. Ist ja echt schlimm. Wäre toll, wenn es mal aufhören würde. Scheint, dass dann das Gewitter direkt über mir ist hier irgendwie. Junge. Das blitzt und donnert, der mir aufhört. Das ist ja sehr lange. Oh, jetzt hört es ruhig auf. Was für ein Regenschauer hier. Können wir direkt nochmal an der Kiste vorbeilaufen. Und 10 Slack. Nehmen wir auch mal direkt mit. So, dann mal wieder was freischaltet. Ein Teil von dem Gebiet.
Natürlich völlig unnütz, weil wenn man stirbt, ist ja sowieso alle die Karte wieder schwarz hat, ne? So, da haben wir den Kackhaufen. Der läuft quasi genau den gleichen Weg wie die andere vorhin. Ist ja ein Ding. Da vorne sind nämlich die die leeren Taschen, die ich da fallen lassen habe mit der Ausrüstung, die ich nicht mehr brauchte. Ja, und der steht quasi irgendwie genau an der gleichen Stelle. Ist ja sehr seltsam. Komisch. So. Das sollte der Rex eigentlich gehört haben. Gehe ich mal stark von aus, ja. Einzig positives Blitz und Donner nicht mehr. So, aufstehen, 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 ja, danke. Und weg. So muss das sein. Ohne Probleme. Tot. Zack. 50% noch Erhaltungszustand. Zweimal Herz getroffen. Super. Nächste T-Rex. Keine Spirenzchen gemacht. Einfach nur umgefallen, der Kleine. Gut, lassen wir das mal. Noch ein Trophy-Shot brauche ich nicht. So, wir haben hier den Vulkan in der Nähe und ich denke mal, hier ist nichts groß weiter, deswegen, auch weil die Zeit schon wieder am Umlaufen ist hier, werde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, wie heißt, Jagd auf Dinosaurier mit dem Exhumed. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen da oben da. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann.